Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich teste heute zwei Mascaras. Eine habe ich auf dem Auge, eine auf den. Wie ich die finde, werdet ihr gleich direkt im Live-Test-Video sehen. Welche ich auch behalten werde, ist höchstwahrscheinlich die hier. Ja, ihr seht es selbst. Dann habe ich den Highlighter von Revival de Loop getestet. Dann habe ich die neue Blushbox von Catrice getestet in der 010 Dolce Vita. Diesen Bronzer-Fail habe ich auch getestet in der Farbe 020 Deep Bronze. Ich bin keine Deep Bronze. Dann habe ich ein Fail gehabt hier mit dem Brow Marker. Maker. Ja, ganz tolle Geschichte gewesen. Dann habe ich Sante benutzt. Sieht Catrice ähnlich, finde ich, aus. Und dann habe ich natürlich noch einen Augenbrauenstift getestet von Essence, der mir jetzt irgendwie abhanden gekommen ist. Keine Ahnung. Palettentechnisch wollte ich eigentlich die Nabla nochmal benutzen, aber ich dachte, wir machen ein Fullface auf Neues testen. Diese Palette hier getestet. Ihr seht, pink und grünbraun. So, also pink und violett, ne? Ja, meine Meinung kommt am Schluss. Aber ich tue mich jetzt nicht von diesem ersten Test gleich beeinflussen lassen. Wir werden weiter testen. Dann habe ich diese Catrice Glow Drops da benutzt. Das ist Catrice Fluid Glow aus einer Limited Edition. Ja, wunderschöne roséfarbene Glow Drops. Your Better Work Proof Geschichte hier. Tinted Daily Cream. Und was habe ich noch getestet? Nichts, glaube ich. Nichts Neues. Das ist so, ja, ihr könntet sehen. Danke auch an die liebe Jenny, die mir die Sachen zugeschickt hat, damit ich ein Fullface auf Neuheiten machen kann. Und auch, ja, überzeugt euch bitte selber und bleibt dran. Bis gleich. Hallo, ihr Lieben. Ihr seht, ich habe nichts drauf. Ich hatte überlegt gehabt, einfach ein Fullface auf etwas Neues, was ich noch nicht getestet habe, zu machen. Einfach euch mal zeigen, was. Ich habe mir noch nicht so richtig einen Plan gemacht, um ehrlich zu sein. Aber ich würde gerne erstmal hier das Your Better Work Tint Day Cream testen. Am besten trage ich das auch mit meinen Händen auf. Das ist die 020. Ich gebe mir mal so eine Wurst hier hin. Relativ flüssig. Ja, keine Ahnung. Es ist schon etwas dunkler, würde ich sagen. Ich hoffe, es passt. Trotzdem gut. Ich würde sagen, ein Ticken zu braun. Ich denke, dass ich in dem Norden ein bisschen Farbe verloren habe. Ich hoffe, ihr erkennt auf jeden Fall alles. Ich würde mich noch ein Update drehen zu meiner Aufbrauchwoche 4. Ich bin jetzt seit Montag zu Hause. Heute ist Donnerstag. Es sind ein paar Sachen leer gegangen und ich weiß nicht, ob ich schaffe, am Sonntag ein Video dazu zu drehen, wie es eigentlich für mich vorgesehen war. Und ein paar Dinge sind einfach leer gegangen. Ich habe gestern schon angefangen. Also ich habe jeden Tag ein Video auf jeden Fall gemacht diese Woche, weil ich einfach es vermisst habe. Um ehrlich zu sein, ihr fehlt mir da schon. Mein Immunsystem schwächelt, aber es ist immer so. Es ist immer dasselbe, wenn ich bei meiner Mutter war und dann wieder nach Hause komme. Weil einfach die Wetter und dieser enge Raum und ich glaube, diese ganzen Bazillen, die da im Zug rumschwirren, die lassen einem schwach werden. Ja. Ich werde auf jeden Fall, wenn es euch das bockt, ne, Foundations Tests machen. Wenn ihr sagt, nee, sowas braucht man nicht im Leben, dann würde ich das auch lassen, denn das ist schon ein ganzer Tag, den ich dann rumfilme, zusammenschneide, dann brauche ich es auch nicht machen. Aber wenn ihr dann Interesse habt, zu welcher Foundation ich ein Live-Test machen soll oder ein Tragetest eher, live ist ja totaler Quatsch, würde ich es machen. Also von der Farbe her hätte ich, glaube ich, die 010 gerne gewählt. Ich finde das etwas orange. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie ein Selbstbräuner. Wisst ihr, was ich meine? So etwas fleckig und nicht ganz so schön. Vielleicht liegt es auch an meiner Tagespflege. Vielleicht hätte ich es einfach lassen sollen. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. So. Ich denke, das ist hier okay. Es ist nicht das Beste, sag ich mal, aber es ist in Ordnung. Was haben wir denn hier noch Schönes, was ich testen könnte? Ich benutze, glaube ich, diese Tropfenmalerz-Highlighter, um zu gucken. Ich highlighte auch zuerst, würde ich mal sagen. Und dann puder ich ab. Das ist so ein roséfarbenes, also so Roségold. Das benutze ich auch gleichzeitig als Blusher. Ich weiß nicht, ob man sowas im Leben unbedingt braucht, sage ich mal. Aber hallo Schatz. Hallihallo. Na, hast du fertig gespielt? So, meine Nein. Aufgabe des Lebens ist, meinen Keller ausräumen. Boah, hab ich Bock. Ich habe auch eine Fieberblase, wie ihr sehen könnt. Es nervt. Wie gesagt, mein Immunsystem ist immer etwas geschwächt und es kam gleich Dienstag. Was hätte man erwarten können? Ich hätte erwartet, dass es Montag kommt. Aber dafür sieht es aus, als hätte ich es aufgesputzt. Ja. Fast wäre ich jetzt ins ganze Gesicht gegangen. Es hat einen schönen Glow. Ich würde sogar sagen, es wäre besser gewesen. Man hätte das ohne eine Foundation, denke ich mal, aufgetragen. Einfach so als Glow. Man sieht auch nicht, dass es ganz so rosé ist, finde ich. Es ist ein leichtes Rosé. Aber nicht zu arg. Dann derzeitig benutze ich eigentlich als Puder hier das von Astor. Das werde ich auch jetzt benutzen. Ich glaube, ich muss es demnächst mal neu pressen. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall relativ hell. Ich habe jetzt gar keinen Concealer benutzt. Egal. Dann ist das halt so. Das riecht wirklich nach Schminke. Also das Puder riecht wirklich, wie es früher gerochen hat. Ja, ein bisschen ist auch mein Lymphknoten angeschwollen. Das ist ein bisschen nervig, würde ich sagen. Ich gucke jetzt mal, wie das aussieht. Ich glaube, ich benutze auch von Catrice heute mal den neuen Blush, den ich mir zugelegt hatte. Und der sieht so aus. Das ist die Blush Box Glowing in Multicolor in der Farbe Dolce Vita 010. Es hat mich einfach mehr interessiert, sage ich mal, einen peachigen Blush zu nehmen als einen rosanen. Die rosanen sind, habe ich einfach schon satt, ne? Von daher habe ich gedacht, gut. Und als Moment. Uno momento. So, als Bronzer benutze ich erstmal den hier. Den hat mir die Jenny zugeschickt. Jenny Schlosser. Den möchte ich gerne mal testen. Das ist ein Sun Glow Matt Bronzer. Total in der Irre führen Deep Bronze. Ich weiß, dass einer meiner guten Freundinnen, meine Mary, mein Schatz, den immer benutzt. Den kauft sie seit Jahren irgendwie nach. Und das ist ihr absoluter Favorit. Und ich werde jetzt einfach, oh, versuchen, da einfach was hinzubekommen, ohne dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wusste nicht, dass er so gut pigmentiert ist. Ich fühle mich ein bisschen angemalert, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr seht, wie fleckig das geworden ist. Ich meine, gut, ich hatte eine Base, aber wenn man so den Ansatz anguckt, ne? Keine Ahnung. Ich sehe ein bisschen dunkel im Gesicht aus. Ich bin es einfach nicht gewohnt, so dunkel, sage ich mal, rumzulaufen. Vielleicht ist der Bronzer einfach zu dunkel für mich. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied zwischen meinem, ne? Hals. Könnt ihr ja mal runterziehen, aber. Oh je, oh je. Mir gefällt nämlich nicht, wenn man den Ansatz dann auf einmal sieht und dann sieht, dass man halt eben so dunkel ist. Einfach schön in den Haaransatz rein. Warum meine Haare so fettig sind, das könnt ihr dann in dem Video sehen, wo ich meine Produkte aufbrauche. Es fühlt sich auch sehr ölig an und sehr unschön, muss ich sagen. Ja, knete, Schatz.
diese Drops hier sind schön, aber kein Must-Have, sag ich mal. Wenn ich eh jetzt ein bisschen aussehen wie so ein angemalertes Ding, möchte ich unbedingt dieses Teil hier testen. Essence Brow Maker Semi-Permanent. Ich bin gespannt. Auf meiner Hand ist es immer noch drauf und ich habe es gestern, als ich das Video gedreht habe, drauf gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich es anwenden soll. Ich hoffe nur nicht, dass es bei den Haaren grün wird. Von der Farbe her ist es etwas rotstichig in den Augenbrauen, was ich hier gar nicht so fand. Irgendwie. Ich hoffe, ihr seht das trotzdem. Ich glaube aber nicht, dass es mein Favorit sein wird, weil Kinder das erkennen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich versuche auch jetzt immer mal zu gucken, ob ich auch wirklich im Bilde bin. Ich meine, es ist gar nicht mal so einfach, sowas zu machen. Ich beneide jeden, der das kann und immer im Bild ist. Oh, nee. Schnell mal wegmachen. Ja, hol mal deine Knete. Nö. Das ist definitiv nichts für mich. Ich hoffe, ihr seht das. Ich versuche es mal irgendwie rauszukämmen. Keine Ahnung wie, aber... Wir benutzen einen anderen Stift. Das ist für mich ein Flop. Also so rotstichig. Ich sehe fast schon aus wie ein Engländer. Ich benutze mal den Essence in Blond Eyebrow Designer. Den hier. Den habe ich jetzt gerade mal angespitzt. 04 Blond. Keine Ahnung, ob das besser wird oder ich es verschlimmbessere. Auf jeden Fall ist er weicher geworden, als ich ihn dann angespitzt habe. Weil wenn ich das Produkt schon teste und es ist so hart, dann zieht es mir einfach viel, viel mehr Augenbrauen raus. Ich habe eh nicht mehr so viele. Ungerne würde ich mit so einer Haut... Also, ich hoffe, ihr erkennt das. Es ist matt, aber hier dieser... Ich habe zu viel Bronzer benutzt und ich kriege es nicht mehr weg. Ich finde den Augenbrauenstift gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte ihn getestet gehabt und er war sehr, sehr hart. Der hat auch so eine Bürste, die mag ich nicht ganz so. Die kenne ich schon. Die mag ich nicht ganz so. Ich benutze lieber immer diese Spoolies. Ich finde irgendwie, das geht einfach einfacher damit, weil man das einfach so durchkämmen kann. Ich finde es einfach besser. Seht ihr das so? Also, ich finde es irgendwie besser und es harmoniert einfach viel, viel besser. Dann habe ich noch ein Augenbrauengel von der lieben Jenny zugeschickt gekriegt. Und zwar ist das ein Tinted Brow Talent in einer sehr warmen Farbe, wie ich finde, von Santé. Ich bin kein Naturkosmetik-Typ. Ich bin es einfach nicht. Das Bürstchen finde ich gut. Und es kommt gar nicht so... warm, glaube ich, raus. Oder? Naja. Wir gehen einfach danach duschen. Ja, du darfst heute Abend baden. Hallo, ich noch nicht. Wir fahren noch zu Marei, Nikolai. Nicht jetzt. Jetzt ist Marei noch arbeiten. Ja, das ist die Farbe 02 Brown. So sieht das Ganze aus, was ich gerade aufgetragen habe. Kommt auch der Verpackung eigentlich ganz nah. Ich meine, hätte ich einen Ticken dunklere Haare, sag ich mal, wäre das sicherlich was. Aber im Moment denke ich nicht, dass ich meine Haare, wenn dann nur strähne. Ja, es ist okay, sag ich mal, zum Aufbrauchen. Ja, wäre das noch möglich. Aber ob ich wochenlang so rumlaufen möchte. Wobei ich es gar nicht so schlimm finde, ne? Ich mag ja markante Augenbrauen. Zwar nicht, wenn ich schwarz hätte.
Aber so ist es okay. Passt vielleicht nicht zu den blonden Spitzen, die ich habe. Aber so an sich ist es okay. So, dann benutzen wir nach dem Bronzer die Blushbox in der 02. Da gehe ich auch hier mit meinem Pinsel überall mal so rein. Aber ich rühre nicht, dass ich wirbel zu viel auf. Ich tupfe das eher überall. Und gucken mal, was passiert. Oh ja. Seht ihr das? Also das finde ich toll. Das feiere ich schon mal. Also man sieht schon einen leichten Unterschied und das ist genau das, was ich mag. Ich mag nicht, wenn man Blush so, na, wie es früher hier mit der Rote Beete war. Das mag ich nicht so. Ich mag, wenn man sieht, aber eher so großflächig, dass man einfach so aussieht, als hätte man zwei Ohrfeigen gekriegt. Das sieht schön aus. Ja, das war's. Ich liebe dich auch. Ich dich auch. Dann, wenn wir hier so schon so fertig sind. Ich guck mal, ob ich irgendwie... Genau. Okay. Ich habe schon einen Highlighter gefunden von Reval de Loup. Es ist nicht mein Favorit, weil er eben rosa ist. Ich mag eher so champagnerfarbende Rosé nicht. Champagner ja, Rosé nein. Es ist einfach nicht so meins. Ich mache mal meinen Pinsel sauber. Ich keine alten Pigmente drauf habe. Ich brauche unheimlich viele Tücher, wenn ich mich schminke. Unheimlich. Ich sollte mir echt mal einen Lappen hinmachen. Wenn ich ihn swatche, er hat schon Wumms, ne? Und er ist eher so kühles Rosé. Mega geil eigentlich. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte den schon mal, habe den aber weitergegeben, weil es einfach für mich nichts war. Aber er passt eigentlich zu dem Gesichtsbild ganz gut. Ich trage Highlighter mittlerweile echt großflächig auf, weil ich es einfach schöner finde, wenn die Wangen so leuchten und ins Auge natürlich. Ja. Gut genährt, sage ich mal, mit dem. Und es ist auch 001 Moon Dust. Ja, mal gucken. Ich denke zwar nicht, er ist halt, wie gesagt, er hat Wumms drauf, aber... Er sieht ein bisschen aus, als hätte ich halt eben hier, seht ihr das? So von der Struktur her. Weiß nicht, ob ihr das seht, was ich meine. Und dann testen wir nicht ja. Die Nabla, sondern die hier. Ich glaube, das ist besser. Der Deutsche bei Juvia's. Da können wir nämlich richtig auf die Kacke hauen. Ich habe meine Augen gerade geprimed. Das ist eigentlich ein Highlighter, einer von Benefit. Einfach ein, was ist das? Das ist ein Rosa Nude Matte Illuminator. Für mich einfach nix. Für mich nix für, ich müsste mal meine Hände eincremen, ne? Für mich nix für ein Highlight brauche ich einfach nicht. Aber es gleicht super die Augenlider aus. Und dann wollen wir mal auf die Kacke. So, wir haben diese wunderschöne Palette. Ich weiß noch nicht, was wir genau machen. Aber ich fange an mit dem Ton hier. Das ist ein super schöner rosa, rosé, wie heißt das? Lachsfarben, also rosé lachsfarben. Ich fand die Palette einfach super schön. Im Internet sah sie wirklich gut aus, aber hier sieht sie noch besser aus, wie ich finde. Und jetzt gucken wir mal einfach, was die kann. So. Das war schon mal so eine Grundsinnvolle. Ich mache jetzt einfach, weil ich keine sauberen Pinsel gerade zur Verfügung habe, den 227er Soft Definer von zu Eva sauber. Da kommt jetzt auch kein Pigment mehr raus. Und gehe jetzt in das Violett hier. In das Violett. Einmal abgeklopft, super pigmentiert. Mal gucken, ob es fleckig wird. Das mag ich ja eigentlich gar nicht. In der Palette ist es auf jeden Fall knalliger als auf dem Lid. In der Kamera kommt es überhaupt gerade pink raus, aber es ist ja ein Violett. Vielleicht müssen wir das einfach mal schichten.
So an sich gefällt mir mein Hautbild sehr gut. Kann mich jetzt gerade eigentlich so nicht beklagen, bis auf diese Bronzer-Fehl. Ich könnte es so tatsächlich noch lassen. Ja. Könnte ich so lassen. Dann Violett. Dann würde ich ein bisschen in dieses Kackbraun gehen. Und das hier hat gut Pigment abgegeben. Wollte schon mit der Palette gucken, wird aber nichts. Ich glaube, ich schminke auch zwei Looks. Wisst ihr, manchmal, wenn man dann so schichtet, dann kommen die Farben auch nicht so gut raus. Happy, happy, oh happy bin ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt mal vom Benefit nochmal das Zeug da, denn ich möchte eine andere Farbe noch drüber auftragen. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig, muss ich ehrlich sagen. Wo ist jetzt mein Pinsel? Hier. Das ist relativ fleckig und nicht ganz so toll. Ich trage mir nochmal Violett auf und dann fange ich an. Ich klopfe diesmal nicht ab und trage mir das direkt hier auf. Dann wird das intensiver. Gehe ich einfach mit dem Pinsel und mache mir eine Cut Crease, einfach um zu gucken. Ob das Ding überhaupt Pigment abgibt. Es ist bröselig. Aber nur so hat es gerade Pigment abgegeben. In meinem ganzen Gesicht befindet sich der Lidschatten. Krise. Ja, mein Gesicht wirkt ein bisschen fleckig irgendwie durch diese ganzen Schichtereien. Nicht ganz so gut. Ich weiß nicht warum, aber seht ihr das? Das sieht so ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt aus. Ich nehme noch ein bisschen braune Farbe. Ich klopfe auch dies nicht ab und trage es mir einfach hier hin. Hier in diese Ecke wollen aber viele Lidschatten bei mir nicht. Vielleicht liegt das tatsächlich an meinem Auge und nicht an der Palette. Weil hier keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, du. Ich habe keine Ahnung. Die Farben sind cool, aber die Pigmentierung geht da einfach irgendwie verloren. Da kann man gerade so viel aufbauen, wie man möchte, denke ich. Und das nicht beppt das nicht. Mama, ich auch alles. Wir probieren jetzt noch mal was anderes aus. Wir haben ja schon. Ja, wir lassen es so stehen. Ich benutze jetzt mal die braunen Töne. So. So. Wir benutzen jetzt einfach mal die braunen Töne. Ich guck mal. Ich habe jetzt hier Morphe 441. Den ich echt gut finde, M441, und benutze jetzt dieses Beige mal.
Einfach hier so. Dann gehe ich in das Rotbraun hier rein. Ja, ich weiß es gar nicht, was es genau ist für eine Farbe. Wirklich schön. Schön, wie sich das verblenden lässt. Gerade nicht so wie das hier. Vielleicht schmiere ich das nochmal ab, keine Ahnung. Oder wir testen noch ein zweites Mal, wo ich einfach einen Look mache. Vielleicht klappt es nicht, was ein Look sein sollte eigentlich. So. Das sieht schon mal schön aus. Ich könnte mir auch einfach einen Eyeliner ziehen und dann würde das so aussehen. Ich fange auch wieder an mit diesen dunklen. Und dann möchte ich das Türkis oder dieses Dunkelgrün hier noch dazu nehmen. Diese zwei Grüntöne einfach testen. Sieht schon mal ganz anders da aus als auf dem anderen Auge, ne? Aber trotzdem, irgendwie wirkt das trotzdem bröselig. Auf dem Auge da. Ich verblende das nochmal, das Braun. Heute ist vielleicht kein richtiger guter Testtag, keine Ahnung. Ich gebe ja den Paletten trotzdem noch eine Chance. Ich finde die Farben wunderschön, aber halt eben ziemlich fleckig. Ziemlich fleckig. Vielleicht liegt es an der Base heute. Vielleicht, keine Ahnung, kein guter Tag. Gibt ja manchmal so Tage, wo du denkst, ne, die Palette ist überhaupt nichts. Aber es liegt dann einfach an dir, an der Palette, an dem Pinsel, was auch immer. Okay, ich fange an. Ich gehe mit meinem Finger rein und trag mir diese wunderschöne türkise Farbe hier auf. Das ist eigentlich so ein dunkles Türkis. Also mit dem Finger klappt das auf jeden Fall ganz gut. Ich denke auch, dass es mit dem Pinsel eigentlich ganz gut klappen sollte. Ich trage das mal mit dem Pinsel auf. Es nimmt auf jeden Fall mal Pigment auf. Klappt sogar besser. Dann wieder natürlich verblenden. Und innen drin trage ich mir das helle Grün auf. Es ist sehr viel Pigment drin. Ja. Weiß ich nicht, Schatz. So. Keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Es will verflucht nochmal nicht reingehen. Hier aber schon. Ich benutze nochmal einen sauberen Pinsel und gehe nochmal mit der Übergangsfarbe drüber. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen fleckig. Dann in das Rot, also dunkelbraun-rot. Ich baue jetzt einfach ein bisschen drüber auf. Fallout, Fallout, Fallout. Ja, nicht ganz so. Naja. Wir tuschen mal die Wimpern. Da möchte ich eine Wimperndusche von Alverde ausprobieren. Verlängerung und Schwung. Sie ist in braun.
Das trage ich jetzt mal hier auf. Gleich, Schatzi. Das ist überhaupt gar kein schöner Look, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe allgemein aus, als wäre ich total rosa und es drückt auf mein Auge und gefällt mir überhaupt nicht. Was ist, Schatzi? Kommen wir mal zu Fazit. Ich finde es nicht ganz so bombe. Ich finde, es wirkt alles irgendwie ein bisschen patchy. Irgendwie so ein bisschen alles so fleckig. Und ja, ich habe natürlich verblendet. Und natürlich habe ich getan, was ich tun konnte. Verblenden und keine Ahnung was. Wir werden jetzt nochmal blenden, ohne dass irgendwas drauf ist auf meinem Pinsel. Und dann gucken wir mal, wie weit wir eigentlich kommen. Denn ich möchte diese Kante eigentlich nicht so lassen. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Wenn ich jetzt hier nochmal lila Produkt auftrage, dann verschwindet das Braun. Also es ist wie bei den meisten matten Geschichten einfach schwierig. Dass das natürlich hier viel dunkler ist, warum auch immer, wie da. Wobei das kann sein, weil ich da ja was hingeblendet habe. Also, ja. Keine Ahnung. Ja. Zum Fazit, ich bin gar nicht so angetan. Weder vom Gesichtshighlighter noch vom Bronzer noch von der Tint-Geschichte. Die Tint-Geschichte ging noch. Hätte ich bloß meine Sachen so gelassen, wie sie sonst immer sind. Ich finde einfach die Palette, wenn ich jetzt so in mein Gesicht angucke, die Farben wunderschön, wirklich. Auch dieses Auge gefällt mir wie dieses Auge. Mir gefällt auch mein Gesicht eigentlich an sich gut. Ich hätte einfach nicht so übertreiben sollen mit dem Bronzer. Ich finde die Tintgeschichte gar nicht mal so verkehrt. Sie gibt auch nicht so ein bäbiges Finish. Also wisst ihr, was ich meine, dass es so klebt? Ja. Wie oft soll man das hier aufbauen, dass das irgendwie da ist? Hier sieht man irgendwie so einen lila Streifen, weil das Blau und das Weiß sich so gemischt hat. Wunderschön. Ich werde es einen Versuch 2 geben, auf jeden Fall. Das ist nichts für mich. Also so im Moment gefällt es mir gar nicht und es hätte überhaupt gar keine Kaufempfehlung. Der Highlighter ist relativ schön, hat aber eher so was gröber. Also ich würde nicht sagen grob, aber er liegt schon, er verschmilzt zwar irgendwie mit der Haut, aber er liegt auch irgendwie so trocken darum. Seht ihr, was ich meine? So Trockenhalsdinger. Und da habe ich jetzt ein Pickelchen oder einen Stich. Ja. Das hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall was testen nochmal. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ja. Keine Ahnung, was rausfliegen darf. Definitiv das hier. Wir gehen jetzt gleich nochmal durch. Und ja. Ob das, das ist auf jeden Fall ein Flop für mich. Genau so ein Farbflop. Also es gefällt mir da nicht. Vielleicht werde ich es meiner Freundin weiterreichen. Die ist nämlich Italienerin. Die kann das gut. So, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Testvideo. Sagt mal, was euch nicht so ganz gefallen hat. Ob ihr auch so Fleckigkeitsteile habt mit der Palette. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schade für das Geld. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und ich gehe mal meine Visage gleich sauber machen.